Bin gleich soweit. Zählen Sie die Tropfen? Natürlich. 7 Stück. Ich weiß. Nehmen Sie das nun nicht auf die leichte Schulter. So, bitte sehr. Besorgen bis morgen. Wird erledigt. Bis morgen dann. Ach, Paul, bring mir noch Mompen mit. Okay. Was soll ich noch mal mitbringen? Ein paar schöne Mompen halt. Ah ja. Was soll das denn ungefähr sein? Ich weiß auch nicht. Irgendwas zu essen, glaube ich. Was alte Leute halt so essen. Vielleicht diese Klümpchen im Grießbrei? Geschenk für deinen Opa? Nee, für einen älteren Herrn. Er ist krank. Ich pflege ihn. Einkäufe und solche Sachen. Zivildienst? Nee, privat. War so eine Annonce in der Zeitung. Macht Spaß? Ich find's gut, mit Menschen zu arbeiten. Ist auch irgendwie spannend. Jedenfalls besser, als im Büro zu jobben. Die Dinger habe ich mal bei meiner Oma gesehen. Die sehen doch irgendwie aus wie Mompen. So, und dann habe ich mal die Folie gekauft. Die ist etwas billiger als die andere, aber von der Qualität her. Ja, das ist egal. Aber das nächste Mal müssen Sie das mit mir besprechen. Und dann noch das und das und das. Ach ja, und eigentlich kann ich ja das eigentlich auch schon wieder einpacken mit die Tüten. Und was ist das? Was? Ja, die Früchte da. Ach so, die. Ich dachte, das sind die. Und wo sind meine Mompen? Die Mompen. Ja, ich hab sie doch gebeten, mir Mompen zu kaufen. Ah ja, richtig. Die Mompen, die. Die waren ausverkauft. Ja, dann bring ich das nächste Mal mit. Geht klar. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen. Das Gefühl habe ich auch. Aber jetzt will ich die Abrechnung sehen. Kein Problem. Hey! Sind Sie krank oder was ist los mit Ihnen? Ich bin doch krank! Aber ich habe das Gefühl, ich leiste noch mehr als wie Sie. Schöne Mompen, schöne, schöne Mompen. Tut mir leid. Schon okay, ich... Du kannst sie gerne umtauschen. Ich werde mir halt was Tolles draus kochen. Mompenfrikassee. Ja, nee, indisch oder afrikanisch. Ich finde bestimmt irgendein Rezept. Klingt ja lecker. Nehmen Sie sich ruhig einen Keks. Oh, danke. Und wie steht's mit meinen Mompen? Ach, die waren ausverkauft. Möchten Sie noch Milch? Nein, lassen Sie das. Ich dachte nur, weil Sie sonst... Ich will jetzt keine Milch. Ich bin noch nicht entmündigt. Ach so. Es gibt Regeln. Und die muss man kennen. Und wenn man sie kennt, dann kann man sich auch mal zusammensetzen und einen Keks essen. Ach ja. Arbeit kann auch Spaß machen. Ich weiß ja nicht, ob Sie noch andere Vergnügen haben. Wissen Sie was? Ich lade Sie heute Abend ein zu einer Partie Schach. Das ist sehr nett, aber heute Abend kann ich leider nicht. Schach wäre aber gut für Sie. Das fördert die geistige Regsamkeit. Das ist wirklich sehr nett, Herr Schuster, aber heute Abend bin ich verabredet. Eine Frau. Paul, sind Sie vorsichtig. Weiber bringen nur Unglück. Oh. Du hast es gleich gefunden? Ja. Einen Moment bitte. Ja, hallo? Oh. Ja, guten Abend. Nein, das kann nicht sein. Die
Die Tropfen müssen da sein. Schauen Sie doch mal in der... Ja, ich weiß, dass Sie sie nicht versteckt haben. Ja, es ist mein Job. Ja, ich werde dafür bezahlt. Okay. Also bis gleich dann, Herr Schuster. Ich muss kurz weg. Schuster kann seine Tropfen nicht finden. Ich bin sofort wieder da. 5 Minuten. Da sollten die Tropfen stehen. Sie wissen doch, wie abhängig ich von den Tropfen bin. Ach, da braucht man sich nicht wundern, dass ich immer kränker werde. Immer kränker. Und jetzt habe ich Magengrippen. Damit soll man nicht spaßen. Ich mache auch keine Späße. Sie sollten lieber die Wärmflasche fertig machen. Wärmflasche? Ja, natürlich. Soll ich jetzt etwa auch noch Wasser heiß machen? Sie können auch Apfelmus reintun. Paul, stellen Sie sich doch nicht dümmer, als Sie schon sind. Wo wollen Sie denn hin? Wasser aufsetzen. Nein, zuerst die Wärmflasche. Da ist bestimmt nicht drin. Das müssen doch Sie wissen, wo die Sachen sind. Ich darf nicht so viel sprechen. Das geht auf meine Gesundheit. Was ist denn da alles drin? Das gehört doch gar nicht rein. Na, ich hab das ja nicht reingetan. Ja, meinen Sie ich? Meinen Sie, ich schleiche nachts im Zimmer umher und räume die Schränke um? Ist Ihnen nicht klar geworden, dass ich furchtbar krank bin? Ja, bringen Sie die Ordner her. Wir räumen jetzt erstmal richtig auf. Na, Spitze. Gut, das wär's. Bis morgen. Toller Abend. Muss ja wirklich Spaß machen, mit Menschen arbeiten. Was musste der kleine Lebensretter denn machen? Die Tropfen standen falsch und... Richtig, das kam ja in den Nachrichten. Die Tropfen standen falsch. Das ist wirklich wichtig. Es tut mir leid. Ach was, wenn du wenigstens eine größere Schallplattensammlung gehabt hättest. Aber ich hab doch gar keine Schallplatten. Bitte, wenn ich nochmal für dich kochen dürfte? Aber dann bei mir, da werden wir nicht gestört. Spezielle Gewürzmischung drin. Und Schuster, mag er deine Gewürzmischung? Ach, der. So, Herr Schuster. Ein Löffel für den reizenden Pfleger Paul. Greislich Zeug, bleiben Sie mir vom Leib damit. Keine Sperränzchen, Herr Schuster. Einen Klumpen Mompenpampf. Nein, bitte, bitte keinen Mompenpampf. Nein. Nachtisch gefällig? Mit viel Liebe gekocht? Herr Schuster, was tun Sie? Herr Schuster, bitte tun Sie mir nichts. Nein, Paul, rette
Rette mich! Dein Paul kann dir auch nicht weiterhelfen. Du bist in meiner Gewalt. Nein, Gnade. Du entkommst mir nicht, meine kleine Mompe. Kisarion, wo er Esra, den Greis, antraf, den Sohn des Balthasar. Ismael sammelte bleib liegen. Die Knechte und legte es Esra auf Gesicht und sprach zu ihm: Wer ohne Schuld ist unter euch, der pflege diesen Greis. Schuster. Hey, heute ist Sonntag. Das Wort kennt Schuster nicht. Ja, ich bin etwas spät. Was machen wir? Oh. Einzelne Blumen, die alte Männer mögen.